Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren Rust-Update-Video. Ja Leute, es ist mal wieder Zeit für ein Rust-Update-Video. Vorher eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Heute 18 Uhr vibet unser Zagos Community Solo-Server. Ich werde diesem Vibe ein bisschen zocken. Hab auch vor, etwas für YouTube aufzunehmen. Wer also dabei sein möchte, wer gegen mich spielen möchte, seid herzlich eingeladen. Link zum Server in der Beschreibung, wo ihr die Regeln findet. Und was ihr so tun müsst, um dabei sein zu können. Gut, kommen wir zum Rust-Update. Was, schon ziemlich cool irgendwie ist. Ich würde sagen, wir fangen am besten erstmal mit den leichten Sachen an. Es gibt ein paar neue Blöcke, die ihr bauen könnt. Ja, Baumenü solltet ihr jeder kennen. Was ist neu? Einmal Stufen. Also es gibt nicht mehr die normalen Treppen. Es gibt jetzt sowas hier. Sieht halt einfach ein bisschen anders aus. So sieht es aus in Zwick. Ihr könnt es mal auf Holz aufwerten. Ja. Stoni. Fällt mir ganz gut, muss ich sagen. Metal. Und Haiku. Des Weiteren. Ramps. Schon mal im Hinblick auf Fahrzeuge sind Rampen drin. Ja. Fahrzeuge kann jeder von halten, was er möchte. Aber so sehen die auch ganz cool aus, muss ich sagen. Wir können auch hier uns das mal angucken. Holz. Ist auch ganz cool. Stein. Metal. Nice. Und Haiku. Wie gesagt, interessante Sache, weil dann, wenn Fahrzeuge kommen, könnt ihr halt einfach euch eine Garage bauen, reinfahren. Über irgendwas drüber fahren, euch eine Rampe bauen, über irgendwelche Steinwände springen, was weiß ich, inwieweit das alles so funktioniert. Interessant, von den Fahrzeugen halte ich persönlich jetzt nicht so viel, aber wer weiß, vielleicht wird's ja ganz gut. Aber da ist noch ein bisschen hin. Was gibt es sonst Neues? Wendeltreppen. Warte, ich baue da mal eben hier. Einmal für Vierecke. Ja. Könnt ihr natürlich höher bauen. Höher, höher, höher. Alles gar kein Problem. Ja. Wir können uns auch hier mal die verschiedenen Stufen angucken, wie es ausschaut. Holz. Stoni. Mit Holzgeländer. Metal. Ja. Und natürlich Haiku. Nice. Paar neue Bausachen ist immer nice. Gerade für mich. Baue sehr gerne halt. Und von daher finde ich schon sehr cool. Die andere Sache, ihr habt dasselbe natürlich auch für Dreiecke. Beziehungsweise so für den Rand halt. Ich glaube, das hat noch nicht mal so was mit Dreiecken zu tun. Warte, wir checken das mal eben. Ne, doch, muss ein Dreieck sein, so wie es hier ist. Man könnte es auch dann hier, ihr habt es gerade gesehen. Geht dann zwar so raus vom Dreieck, das ist ein bisschen komisch. Was dann hier so rausgeht, müsste man also hier auch nochmal irgendwie ein Dreieck machen. Müsste man mal gucken, wie weit man das dann auch nach oben verbinden kann und so weiter. Wie gesagt, ist ein nettes Gimmick, wie ich finde. Gerade wenn man so ein bisschen Roleplay macht, baut, schön baut oder sowas. Kann man sich das sicherlich mal angucken. Gut, was gibt es sonst Neues an Baublöcke? Dazu muss ich mal eben hier ein paar Wände reinzimmern. Und was ist natürlich neu? Der Rahmen. Endlich, muss man sagen. Endlich. Finde ich sehr geil. Ging ja sonst nicht, dass ihr diese Blöcke bauen könnt. Und dazu gibt es natürlich auch passend eine Patch.
Ja, kennen wir ja ganz normal, wie sonst auch. Aber halt einfach im Dreieck, was eine Menge Möglichkeiten beim Bauen geben wird. Und es gibt natürlich auch die Bodengitter dafür. Wenn ihr irgendwie Furnace Base oder sonst was machen möchtet, könnt ihr das jetzt halt einfach auch mit Dreiecken machen. Also, wie gesagt, ich finde es sehr gelungen, diese neuen Sachen zum Bauen. Ja, I like it. Gut, jetzt kommen wir zu den spacigen Sachen. Ja, wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen aufgebaut. Einfach einen Generator aus dem Admin-Menü und so weiter. Um euch einfach ein bisschen was zu zeigen. Es gibt drei neue Teile. Drei neue Stromteile. Wir fangen mal mit den einfachsten an. Ist dieser Schalter. Wenn ihr den drückt, habt ihr für 5 Sekunden Strom drauf, dann geht's aus. Sehr gut, wo ich mir das vorstellen kann, ist, wenn ihr eine Base baut mit vielen Türen und ihr möchtet raus. Ja, ihr drückt den Knopf einmal, dann ist kurz Strom drauf für 5 Sekunden, alle Türen gehen auf. Ihr geht raus und die Türen gehen automatisch wieder zu, wenn der Strom weg ist. Dafür könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ansonsten... Ja, sehe ich schon so die wichtigste Eigenschaft eigentlich, aber bin jetzt auch nicht so im Thema, wo man jetzt mal irgendwie kurz für 5 Sekunden Strom bräuchte. Gut, jetzt kommen wir zu der App. Ja, da mache ich ganz kurz mal hier eben einen Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, einfach um euch das mal kurz zu zeigen. Ich kann es jetzt nicht vom Handy-Bildschirm aufnehmen. Gucken wir uns das eben kurz an und dann erzähle ich euch dazu was. Das zeige ich euch auch gleich. Ja, perfekt. Hier seht ihr schon. Also, es gibt eine Rust-App, die ladet ihr euch runter im Play Store, im Apple Store, wie auch immer. Die installiert ihr. Da loggt ihr euch ein mit eurem Steam-Account. Wenn ihr das getan habt, zapp ich mal kurz. Ihr verbindet euch auf den Server, wo ihr spielt. Geht ins Menü rein, Rust Plus. Dann steht hier, es ist nicht aktiviert. Dann habt ihr hier aktivieren. Ich habe jetzt hier erneut senden stehen, weil ich schon aktiviert habe. Und dann ist das ganze Ding aktiviert. Dann seht ihr in der App den Server. Ihr könnt auf die Map zugreifen in der App. Könnt ihr euch die Map angucken. Ihr könnt mit euren Teammates chatten, selbst wenn ihr nicht online seid im Spiel, über die App, was sehr geil ist. Aber das Geilste ist halt eigentlich, ihr könnt Dinge pairen, ja. Es gibt jetzt neu diesen Switch. Wie heißt der genau hier? Ich weiß es gar nicht. Ja, ist auch wurscht. Es hat einen Switch, den ihr über die App steuern könnt, wenn ihr ihn pairt. Pairen tut ihr das Ganze, ihr seht, ihr müsst das Kabeltool in der Hand haben und ihr könnt hier auf Koppeln. Ihr klickt auf Koppeln, dann wird das Ding mit eurer App gekoppelt, dann bekommt ihr in der App eine Nachricht. Da müsst ihr dann auch nochmal bestätigen, dass ihr das Gerät koppelt und dann wird euch das Gerät, wie ihr es hier seht, so sieht die App dann aus. Da wird euch das Gerät angezeigt und ja, ihr seht es jetzt schon, das sind die beiden Teile. Off-On. Ihr könnt jetzt hier On schalten und dann geht das Ding einfach an. Gut, wie ihr seht, wenn ich jetzt hier klicke, geht das Licht an. Ich mache es wieder aus. Jetzt mache ich das Ganze mal über die App, was ihr natürlich nicht seht. Aber hey. Von Geisterhand. Instant. Geht's an. Ganz kurz, ich sage euch mal, wann ich drücke. Ein. Aus. Ihr seht, instant. Instant, wirklich instant, was schon ja, viele Möglichkeiten gibt. Das andere Ding ist natürlich hier der Alarm. Ja, ihr richtet den Alarm ein und wenn sich dann einer in dem Bereich nähert, quasi wenn eure Base gebadet wird, schlägt der Alarm los und ihr bekommt eine Push-Up-Nachricht, wenn ihr es einstellt auf eurem Handy, dass der Alarm betätigt wurde. Was dann halt sehr geil ist, ist dann dieser Switch. Ihr verbaut diese Switche bei euch in der Base und ihr habt jetzt keine Zeit, ihr seid unterwegs, was weiß ich, ihr seid irgendwo essen oder sonst was. Ja, aber dann loggt ihr euch kurz auf eure App ein,
schaltet eben 4 Switche an, an denen ihr irgendwie 8 Tourettes habt und Feuer frei, Alter. Feuer ist alles ruhig, alles aus in der Base. Es wird kein Strom verbraucht. Die Leute denken, ja, können wir easy peasy raiden. Und dann schaltet ihr einfach alles an und die ganze Base erwacht zum Leben und es ist Attacke. Ihr könnt euch natürlich dann auch schnell in Rust einlocken, wenn ihr dann den Raid deffen wollt, wie auch immer. Ist eine coole Geschichte, wie ich finde, aber auch ein bisschen zweischneidiges Schwert, aber da sage ich gleich ein bisschen was zu. Das ist auf jeden Fall alles, Leute. Das ist das Update. Wie gesagt, diese Baublöcke finde ich mega gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch diese Geschichte finde ich ja, auf der einen Seite ganz cool. Auf der anderen Seite ja, ich kann mir schon vorstellen, so die jüngeren Zeitgenossen, ja, die kommen dann gar nicht mehr weg vom Rechner oder sowas. Finde ich schon grenzwertig, so eine App dann zu haben, wo man die Leute dann ja noch irgendwie unter den Strom setzt, unter den Reiz setzt. Oh ja, jetzt ist der Alarm los, jetzt muss ich mich unbedingt einloggen und die sind gerade irgendwo in der Schule oder sonst was und ja, schwänzen dann vielleicht noch oder sonst irgendeinen Scheiß, weiß ich nicht. Halte ich ein bisschen für grenzwertig. Es ist halt immer noch nur ein Computerspiel. Wenn man ein bisschen reifer ist und so weiter, ist es schon eine nette Sache. Wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat. Ja, kann man von halten, was man möchte. Ich könnte da jetzt ein bisschen drüber philosophieren, aber dafür ist das hier einfach das verkehrte Video. Das ist also das Rust-Update, was ja schon auf den Servern drauf ist. Ganz wichtig, es kann gut sein, dass bei vielen Servern, auf denen ihr spielt, die ganze Geschichte noch nicht funktioniert. Dass ihr hier rein könnt, hier das auch aktivieren könnt, dann steht da für diesen Server aktiviert, in eurer App der Server aber einfach nicht auftaucht. Das liegt einfach daran, dass der Serverbetreiber in den Firewall einen Port freigeben muss. Und das natürlich standardmäßig nicht so ist. Und dann muss sich halt erstmal der Server-Admin darum kümmern, dass das für seinen Server geschieht. Bei mir ging das relativ zügig. Ich habe vorhin ein Ticket an G-Portal gemacht und seitdem läuft das alles. Alles easy peasy. Aber es gibt natürlich andere Anbieter, wo das vielleicht nicht so einfach funktioniert. Und von daher müsst ihr euch dann an euren Serverbetreiber wenden, wenn das nicht gehen sollte. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Gut, in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch viel Spaß in Rust. Wie gesagt, wer Bock hat, Zagos Community Solo Server heute 18 Uhr Vibe. Ja, ich würde mich drüber freuen. In diesem Sinne, haut rein, viel Spaß in Rust. Bis dann, ciao.